Gute Grüße euch, Freunde, und herzlich willkommen hier bei einem erneuten Video auf meiner Suzuki. Ich bin wieder ein bisschen unterwegs und im letzten Video habe ich euch ja die Story erzählt, wie ich den Rahmen geschrottet habe. Und da kam auch die Frage auf, oder mir selbst kam auch so die Frage, ja, warum habe ich denn dann eigentlich irgendwann wieder weitergemacht, nachdem ich so einen Rückschlag erfahren habe und mich dann auch da so eingelesen habe, dass das ja doch alles gar nicht so einfach ist, wie man sich das so vorstellt. Und ja, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und ich denke, grundsätzlich liegt es so an meiner eigentlichen Einstellung, dass ich eben gerne Dinge selber mache und auch gern handwerklich Dinge mache, wo man dann am Ende halt ein Endergebnis sieht und dann so, ja, dieses Gefühl, ja, das hat man selbst mit den eigenen Händen geschaffen. Und dazu kommt dann halt auch noch, klar, logisch habe ich dann auch so Fernsehsendungen gesehen, wie jetzt hier von Jesse James oder auch hier und die wie hießen sie, Orange County Choppers und so ein Kram. Und vor allen Dingen auch den Biker Build-Off in Amerika. Das hat mich dann doch, sag ich mal, sehr geprägt. Klar sind das utopische Vorstellungen, sag ich jetzt mal, so wie da. Das wird natürlich hier nie funktionieren. Aber auf jeden Fall, das in Verbindung mit so meiner Gesamteinstellung hat dann eigentlich dazu geführt, dass ich dann mit dem Ganzen auch wieder weitergemacht habe. Und da kommt dann auch so, ja, das erklärt vielleicht auch irgendwo mein Spleen, sag ich mal, oder mein Anspruch an mich selbst, wenn ich für mich ein Motorrad baue, wie jetzt auch die Virago aktuell, dann habe ich ja so diesen kleinen Anspruch an mich selbst, dass ich bei meinem Motorrad, das ich fahre, halt auch wirklich alles selbst gemacht haben möchte. Ja. Auch so Dinge wie jetzt zum Beispiel so ein Sitzbezug. Ja, das ist zum Beispiel das Teil hier an der Suzuki. Das, klar, finde ich optisch nicht allzu gelungen, ja, sage ich ganz ehrlich, weil ich da auch das erste Mal so ein bisschen mit hier Nähmaschine und so weiter hantiert habe. Und ist klar, dass es dann nicht hundertprozentig perfekt wird. Ich hätte die Sitzbank auch zu einem Sattler geben können, hätte da meine 50, 60 Euro oder was das halt kosten mag, bezahlt. Der hätte mir dann Bezug drauf geschneidert, das Ding würde picobello aussehen. Aber dann hätte ich es ja nicht gemacht. Und das würde mich dann persönlich tatsächlich mehr stören, als wie jetzt, dass die Optik nicht hundertprozentig perfekt ist. Ich weiß, das mag für den einen oder anderen wahrscheinlich total Banane klingen, aber ich sag mal so, dass ich nicht gerade Otto-Normalbürger bin, was sowas angeht, das habt ihr wahrscheinlich sowieso schon alle mitgekriegt. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. So, da sind wir wieder. Ich habe meinen Faden wiedergefunden. Und zwar bleibt sich ja immer noch die Frage, warum überhaupt das Motorrad umbauen? Es gibt doch auch so schöne Motorräder, ja, das kauft man sich, setzt sich drauf und fährt einfach nur und hat Spaß am Fahren. Man hat keinen Stress mit Eintragungen, die ganze Arbeit und hin und her. Ja, das ist auch richtig. Allerdings ist so mein Problem, es gibt kein Motorrad,
so von der Stange jetzt, dass mir optisch so, wie es ist, gut gefällt. Ja? An jedem Motorrad, ich habe bisher wirklich noch kein sag ich mal, Motorrad auf Werkseinstellungen gesehen, an dem ich nicht irgendwas ändern wollen würde. Einfach das alles so anzupassen, dass es für mich, sage ich mal, perfekt ist, ist auch in meinen Augen eine Sache von Komfort. Gerade, da ich ja sehr gerne, sehr viel, sehr lange fahre, wenn du ein paar Stunden auf so einem Bock hockst, ja, die Leute, die selbst fahren von euch, die werden das kennen, und das Ding ist nicht auf dich abgestimmt mit der Sitzposition und so weiter, dann wird es einfach nach einer gewissen Zeit mega unangenehm. Und das Problem hast du einfach nicht, wenn da alles auf dich angepasst ist. Und zum Beispiel auch jetzt bei der Virago, der ein oder andere wird sich vielleicht schon denken können, das Ding wird mit seiner Linie und sowas, oder ich versuche mit dem Ding das langstreckentauglich zu bauen. Sei es dieser Reservekanister am Kennzeichenhalter, der dicker gepolsterte Sitz, also der ist ja schon ein gutes Stück bequemer und weicher als jetzt hier der von der Suzuki. Die Haltung mit dem Lenker und sowas, deswegen auch kein Hochlenker. Weil mir schlafen da halt relativ schnell die Hände immer ein. Und das werdet ihr dann später in den Videos auch noch sehen. Da wird auch die ein oder andere Tasche ihren Platz finden. Und ja, wie gesagt, das soll halt schwer darauf ausgelegt sein, dass ich lange Touren auch so mit Übernachtung und sowas mit dem Bock abreisen kann. Und genau, das ist so eigentlich der Hauptgrund, warum ich überhaupt Motorräder oder meine Motorräder überhaupt umbaue. Ich sag mal zu 75% optische Gründe, weil sie mir vom Aussehen her nicht perfekt gefallen, und die restlichen 25% aus Bequemlichkeit. Dann ist es Bequemlichkeit, ja, ich weiß nicht, Komfort, sagen wir mal Komfortgründe. Ja. Aber was mich mal interessieren würde, also das waren ja jetzt so meine Motivation oder Intention, warum ich an meinen Motorrädern rumschraube. Was mich jetzt mal interessieren würde, wie sieht denn das bei euch aus? Ja. Wer von euch schraubt selbst? Von einigen, die mir geschrieben haben, weiß ich es ja. Aber wer von euch schraubt selbst? Und schreibt doch mal dazu, warum ihr das denn macht. Was denn eure Motivation ist. Ist es, um was Einzigartiges zu haben? Ja, ein Motorrad, das so sonst kein anderer fährt. Was in meinen Augen auch ein vollkommen legitimer Grund ist. Oder ja, haut das einfach mal munter runter in die Kommentare. Und was das Thema schraubende Zuschauer angeht, muss ich euch noch kurz was erzählen. Und zwar hat mich ein Zuschauer bei Insta angeschrieben, der jetzt auch seine Virago umbaut, nachdem er die Videos von meiner Umbaureihe gesehen hat. Und das ist zum Beispiel sowas, das gibt mir halt nochmal so einen zusätzlichen Schub Motivation, dass jemand sagt, oh, ich habe doch auch noch so ein Ding da rumstehen, und bevor das irgendwo vergammelt und kaputt geht, setzt es sich dran und baut jetzt was Schönes daraus. Ich werde euch, der macht das mit einem Kumpel zusammen.
Und ich werde euch mal unten in der Videobeschreibung, da verlinke ich euch mal oder setze euch da mal die Instagram-Namen von den beiden rein. Da könnt ihr auf jeden Fall da mal reinschauen und das Projekt von den beiden verfolgen. Ich verfolge es auch. Ich bin echt schon gespannt, was die Jungs da draus machen werden. Und ja, wie ihr seht, home sweet home, ich bin wieder zurück. Das heißt, auch das Video ist jetzt zu Ende. Wenn alles klappt, so wie es geplant ist, werden wir uns dann im nächsten Video wieder da drüben in der Werkstatt sehen. Und da geht es nämlich dann auch mit meinem Virago-Umbau wieder weiter. Bis dahin, gehabt euch wohl, meine Freunde, und bleibt gesund. Bis dann, ciao.